Hallo Leute, grüß dich YouTube und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben in der Livea-Ausgabe. Wir sind im Sumpf angekommen. Ich habe die Sprache der Erbauer, den dritten Rang, gelernt. Ist auch schon so ein Sumpfhai im Sumpf. Auf der Lauer. Das heißt, guckt euch unsere Werte momentan mal an. Auf jeden Fall mehr Leben dazu gekommen. Bogen um 6% erhöht und ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Kronstöckel gibt's 11. 11 insgesamt? Nee, 11 in Kurines, 2 in Jakendar, 0 Minental und 10 durch Händler. Aha, 10 durch Händler, da müssen wir aber aufpassen. Konstantino, Lutero, Sagitta. Der Paddy mal wieder mit seiner gesamten Übersicht an allem Wissen. So. Hier jetzt aber die mittlere Banditenrüstung. Danke, Paddy übrigens. Die brauchen wir ja. Damit auf uns das Feuer nicht eröffnet wird. Gehen wir mal rein und mal gucken, wie sie uns begrüßen. Ob der Sumpfhai nicht direkt ankommt. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Okay. Erstmal. Ganz genau, ich bin für das Gold hier, aber nicht dafür aus der Mine, du. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Okay. Der Herr sagt aber, ich soll ihn umhauen. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Tja, Sencho, deinen Job hast du schon mal verfehlt. Verkackt prinzipiell. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Nee. Nee. Alles klar, Sancho. Du warst einigermaßen hilfreich. Steht da hinten ein Goblin? Tatsächlich. Den Frank. Frank muss ich so oder so umhauen. Einfacher Bandit, mit dem spreche ich erstmal nicht. Ich spreche nicht mit NPCs ohne Eigennamen. Genau, ich glaube, das war ja der Erste, der hier oben an der Treppe stand. So, sollen wir direkt zu Franco gehen? Oder sollen wir erstmal mit Miguel reden? Hey, ich rede erstmal mit dem Oberboss hier. Ich möchte mit jemandem, der was zu sagen hat, sprechen. Hey, was willst du? Genau. Hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Ja, jetzt direkt? Das ist kein Geheimnis. Wird dich erstmal klauen, du. Frankos Amulett erhalten! Ha! Guck mal, wie einfach das ging. Wird sich nie ändern. Schick mich jetzt rein. Ich brauche und das nicht. Was, wenn ich Nein sage? Keine Ahnung. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Machen wir das erstmal. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Meine Meinung genau. Ich werde mich da nicht. Das Amulett haben wir ja schon. Sollen wir mal gucken. Frankos Amulett. Tatsächlich 4 Geschicklichkeit und 4 Stärke. Ist aber. Da werde ich das Amulett der Kraft wirklich ablegen. Prinzipiell 6 Stärke weniger dann, aber jetzt kommt es. Unserem Buchenbogen. Endlich ein Buchenbogen. Nice. Jetzt sind wir bei 112 Geschicklichkeit, Leute. Woo! Ach ja. Sollte ja oben den einen fragen, ob sie neue brauchen. Dach. Hey, was willst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban?
Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Torus nach einem neuen Mann fragt. Torus, den Namen kennen wir doch. Torus? Der Torus? Torus? Der Torus? Ja, der Torus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Torus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Oh, schade eigentlich. So, kann ich direkt sagen, ich bin der neue Mann? Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Franco hat mich geschickt. Ich nehme mal an, dass das nicht klappt, oder? Und? Hast du alles im Griff? Hier ist alles in Ordnung. Solange niemand rein will, der nicht rein soll. Ja, irgendwo der arme Torus, ne? Der arme Torus steht immer nur an irgendeinem Torbogen und bewacht alles. Sorgt dafür, wer reinkommen soll und wer nicht. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Wie geil. Du willst eine Chance. Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Okay, ich sag mal so. Egal, was der Franco später machen wird, der auf jeden Fall gibt mir klare Anweisungen, wo ich hingehen soll. Sprich mal bitte, immer noch Türsteher. Hey, Lanzer, du kommst nicht rein, also verschwinde. Ja, ich soll nur mit dem anderen reden. Mach oh. Noch einen Schritt und das ist dein letzter. Mich brauchst du das nicht. Ramon, das wird, Heinan, das wird nichts mit dem Banditen neben Ramon zu sprechen, weil da wird der Ramon nett sauer, wenn ich da ankomme. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Ich kann ihn gerade nicht anvisieren. Also direkt zu Logan. Wobei ich überhaupt nicht direkt zu Logan, ich gehe jetzt erstmal zu Miguel rüber. Und dann zeigen wir erstmal, wie schön wir springen können hier. Guck mal, da werden die noch neidisch. Grüß dich, Miguel. Der hat einen Degen dabei. So, was machst du hier? Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkung und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Ach, der war in der Barriere? Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Oh, mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Ja, so ziemlich. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Das ist aber schade. Der Ignaz. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Keine, die er kennt. Genau. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Ach, guck mal, da können wir eventuell bei ihm handeln. Lass uns handeln. Hier. Sehr gut, nochmal. Ah, nee, doch nicht. Gucken, Heilwurzel, Heilkraut, Feuerwurzel, Feuerkraut. Okay, da ist zum Glück kein Grundstöckel dabei. Kaufen wir mal ein paar Heiltränke ab. Ja, passt schon, wir können uns ja leisten. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Klasse System. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin.
Und da hat der Raven scheinbar wirklich seine Erfahrung aus dem alten Lager geltend gemacht, wie man denn Minen zu kontrollieren hat. Da sind wir doch glatt über eine Heilpflanze hinweggesprungen. So, dann gehen wir jetzt doch rüber zu Logan. Ah, hier, durch den Sumpf. Stückchen rein, hat er da gesagt. Wahrscheinlich ist das der, der da hinten direkt schon rumsteht. Ah! Schon daneben geschossen. Mit 81 Trefferwahrscheinlichkeit. Immer noch nicht so richtig genau, ne? Ich hätte nur gehofft, Paddy, dass das eventuell die Mod geändert hätte. Dass ich da mehr Kronstöcke drin hätte. Ah, Sumpfkraut. Was soll man auch sonst hier finden? War hier nicht... Wo steht der denn jetzt? Ah, da hinten. Ah, der hat ein richtiges Lager, der Typ. Ist aber auch cool, die Pflanzen hier sind ein bisschen anders, ne? Niemals! Niemals mehr Kronstöckel. Hey, du. Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nah. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Ja, lass uns Sumpfhaie... Ah, warte mal kurz. Jagen gehen, wollte ich gerade sagen. Aber naja, ist erstmal was wir machen. Haha, wie geil, das können wir fangen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Ja, Spaß mit Sumpfhaien, geil. Warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Oh ja, ich merke, wir werden uns hier richtig viele Freunde machen. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Der Logan ist schon ganz du wild. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja. Ich höre sie. Logan, die stehen direkt hinter dir. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf ein Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Da bin ich mal gespannt, ob der Logan das überlebt. Ich werde auf jeden Fall auch den... Oh, den Pfeil... Den Bogen raus... Jawohl, guck mal hier. Ich habe noch nie so einfach Sumpfhaie platt gemacht. So. Schnaps, Gold, Frau und kein Nur Sumpf. Gute Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Sonst hau ich mal wieder ab, so gut. Na, guck mal, der Sumpf geht aber auf jeden Fall noch weiter. Gutes Stück sogar. Sollen wir jetzt direkt weiter gucken? Da hinten ist sogar noch ein Sumpfhaie, der hat sich da hingelegt. Brauchen wir wirklich nur zwei Treffer? Tatsächlich. Ja, nice. Na, guck mal, für die gibt es aber mehr Erfahrung als für die, die wir mit ihm gerade platt gemacht haben. So, Sumpfratten ebenfalls platt gemacht. So, jetzt kommen wir hier hinten raus. Wo wir neulich schon mal waren, als wir im Canyon diesen Weg in Richtung mit dem Minecrawler genommen haben. Die kann ich nicht looten. Haben wir hier eigentlich einen Schatz? Gucken wir mal kurz. Ne, den haben wir schon geholt. Mach mal Sumpfhaie mit den alten Bogen und den Unterschied zu sehen. Ach so, ja, das wäre eine gute Idee. Jetzt muss ich mal einen Sumpfhaie suchen. Da hinten ist einer. Das waren jetzt zwei Pfeile, die ich brauchte. Das hier ist der Langbogen. Also 15 Schaden weniger. Auf jeden Fall drei, brauche ich auf jeden Fall drei Pfeile für, siehst du mal. Also definitiv ein großer Unterschied. Gerade bei Gegnern, die ich normalerweise dann überhaupt nicht mit einem, sozusagen,
wo ich überhaupt nicht über den Minimalschaden hinwegkommen würde. Oh. Für den brauchte ich jetzt tatsächlich auch drei. Oh, der war extra stark gepanzert. Kann ich jetzt wirklich hier... Ha! Doch nicht mehr Schaden gemacht, eben durch längeres... Komisch. Schon wieder zwei Treffer auf einmal. Yo, Tyrant! Wunderschönen guten Abend wünsche ich. Wie geht's dir? Sind wir jetzt hier wieder bei Logan oder ist das so eine kleine Zwischen... Ja, das ist bei Logan. Dann gehen wir nochmal wieder zurück und berichten dem Franco. Tyrant, willkommen bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich hoffe, dir geht's gut. Na, guck mal, hier ist eine kleine Höhle. Gucken wir mal kurz. Früher gesucht. Und du hast eins gefunden. Tag, Tom. Erstmal schön ausnehmen und dann gucken. Ein Game von früher, das lobe ich mir, Alter. Dann auch Gothic 1 deiner Lieblingsspiele, nehme ich an. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn gesünder. Ich mich im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mhm. Mann, ich habe für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Was? Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Mörder von Angus und Hank gefunden. Risen ist okay, aber mag es lieber oldschool. Ja, das ist auf jeden Fall. Und dann noch mehr oldschool als Elex. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Ja. Und wo ist der Juan? Und sonst? Sonst? Weil Esteban hat ihn ja nur geschickt. Ich sitze hier rum und zähle Steine. Juan hat die Tat vollbracht. Naja, dann zähl mal weiter deine Steinchen. Danke für die Info, Tom. Ich kenne ein paar Piraten, die daran interessiert sind. Gothic 1 bis 3 beste Spiele. Ja, da werde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wahrscheinlich auch in der Reihe Gothic 1, 2. Da bin ich mir nicht ganz sicher, welches mein Liebling ist. Juan ist im Lager, dann kommen wir da auf jeden Fall vorbei. Psch, Paddy. Werde ich doch selber rausfinden. Was heißt rausfinden? Muss mich nur wieder erinnern. Ist ja nur ein paar Jahre her. Wie lange ist es denn bei dir her, Tyrant, dass du das letzte Mal gespielt hast? Franco! Zum Fall sind alle tot. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Spoiler-Alarm, wo ist das nicht im Lager? Was denn jetzt? Ich brauchst du das nicht. Also, wo denn jetzt? Wo finde ich diesen Edgar? Fast schon, Leute, ich wieder mal. Den einfachen Weg oder den schnellen? Ich nehme den einfachen, ich nehme den schnellen. Sag mal den einfachen. Ich nehme den einfachen Weg. Folge dem Steg bis zum vorderen Tor. Okay. Da müsste Sancho stehen. Ja. Geh dort links und folge dem Steg. Okay. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Ja, ich glaube, das passt schon. Nach Gold frage ich ihn jetzt nicht, weil, mal ganz ehrlich, ich glaube, der Franco wird nicht mein bester Freund werden. Da kann ich das direkt vergessen. Oh, warte mal, was ist das hier? Wichtiger Hinweis? Da kann ich mich gar nicht erinnern, dass hier ein wichtiger Hinweis rumstand. Ist er denn ein wichtiger Hinweis? Wichtiger Hinweis, hier ist er. Hey Leute, das Zeug in den Truhen ist für Notfälle gedacht.
Und er ist für alle da. Also nehmt euch nur, was ihr, falls ihr was davon braucht. Und nehmt nur so viel ihr braucht. Wenn sich alle daran halten, dann klappt es auch. Haha, so gut. Da ist sogar noch was drin. Ich dachte, die sind jetzt leer. Da sollten jetzt leere Truhen sein. Dann wäre das cool. Genau das habe ich auch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Die sind nicht leer? What? Ich finde das jetzt cool, wenn die leer wären, damit das auch mit diesen, dann klappt das auch, nach hinten losgeht. Ach so, lasst uns mal den einfachen Weg nehmen. Also zurück zu Sancho. Juan ist vielleicht oder vielleicht auch nicht im Lager. Das ist richtig philosophisch jetzt hier. Zack! Ein Goblin weniger auf dieser Welt. Adonos wird es mir danken. Weiter geht das in den Sumpf. Ich finde den Sumpf eigentlich immer ein richtig cooles Gebiet. Guck mal! Ich habe es schon gesehen. Da ist sogar schon direkt der Edgar. Machen wir erstmal das hier. Was? Ist das normal, dass der gähnt? Da kommt erstmal das. Der ist gelangweilt, dass ich ihm 7 Gold klaue. Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Hast du beim falschen Club angeheuert, Alter? Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Yeah. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Ja, ja, das passt, glaube ich, auch schon. Machen wir das mal. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Jo, bis gleich dann, Hatzel. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich hab sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halte dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. So gut. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Oder rechts. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Links oder aber rechts, ich weiß es nicht. Soll auf einer Art Anhöhe liegen, ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. Lol. Ja, vielen Dank für die Info. War schön, dich gekannt zu haben. War schön, dich gekannt zu haben. Spasti. Aber der ist korrekt, der Typ. Das ist ziemlich, wenigstens haben wir eine Karte vom Sumpf. Das sollte ein bisschen klappen. Das ist ein einfacher Bandit, ja. Ja. Edgar Hassmeter, Blutfliegen, Franco, alle anderen. Meinst du nicht, dass Franco über Blutfliegen stehen bei dem? Weiß nicht, bei Edgar ist das schwer zu sagen, finde ich. Links oder rechts musst du lang. Also, es ist aber auch so. Also geh da gleich bis zu einem Felsen. Und an dem Felsen gehst du dann zu dem nächsten Felsen. Und da gehst du dann entweder links oder rechts vorbei. Das weiß ich nicht. Das ist klasse. Guck mal, da haben wir hier ein paar Gobbos. Da ist wieder eins von diesen. Oha, die nimmt er mir nicht weg. Die nimmst du mir nicht ab. Shit. Ich muss jetzt hoffen, dass die mir. Oh Gott. Ich hab's immer noch drauf. Oh, verdammt, ich muss. Jawohl, so. So Angst davor. Jetzt komme ich auch noch im Sumpfhai an. Alles aufgeweckt hier. Er sagt doch, dass selbst Blugen noch mehr hast als Franco. Nee, habe ich ihm nicht so gehört. Ich höre Banditen aus Prinzip nicht zu. Gerade wenn die mir keine so merkwürdige Wegangaben geben. So.
Warte, warte, links. Nee, links, links, rechts, rechts. So, schau an. Mana und Refill. Ich sag dir, wenn der Edgar eine Blutfliege vor sich stehen hat, dann wird der da zuschlagen, wird er aus Versehen trotzdem auf den Franco reinschlagen. Das ist die Sache nämlich mit Blutfliegen. Da weißt du genau, was sie machen werden. Hör mal, du kannst dich entspannen, Edgar. Muss ich den mal ansprechen? Nee, scheinbar nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Ich meine, von ihm die Wegbeschreibung war ja prinzipiell südlich. Na komm, dann nehme ich jetzt hier den. So. Hinten haben wir noch mehr Blut. Ach, guck mal. Schön selten, dass die Blutfliegen auf dem Boden sind, wie die da gerade. Und da seht ihr mal einen seltenen Tanz von einer Blutfliege. Und das ist das Ritual, wie die andere Blutfliege da bezirzt. Lassen wir sie mal in Ruhe. Ne? Das ist ein Wunder der Natur, was wir hier beobachten. Ach, guck mal. Apropos Wunder der Natur. Was zur Hölle? Hör mal, ich aktiviere gleich den Teleporter, dann bist du bei den Wassermagiern. Feldknöterich. So. Was wolltest du gerade klippen? Krieg ich immer Angst. Wird man immer bedroht hier. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Natürlich. Hier, bitteschön. Hör mal, ich fühle mich aber langsam so ein bisschen dreckig, dass der mir immer Gold gibt. Denkt er, ich mache das nur fürs Gold? Zum Sumpf. Zack. Einfach so Unkraut aus, müssen wir hier auch jäten. Ja, komm, dann holen wir uns jetzt doch die Wegbeschreibung. Die ist auf jeden Fall die beste. Ah! So, hier. Ist aber interessant, das ist dann gar nicht eine einfache Steintafel, die ich hier holen soll für den. Dann gehen wir erstmal hier rein. Dach! So. Und tschüss! So, und du auch noch. Bis gleich bei deinem Kollegen. So, hier. Das ist aber schön schwer ein bisschen, im Sumpf hier den Überblick zu behalten. Findet ihr nicht? Nur fürs Gold? Ein Sturmknecht eingesammelt. Was ist der Sturmknecht nochmal? Was war das für eine Waffe? Ah, hier, genau. Boah, Alter, ist das ein Knüppel. Zweihandtalent Malus? 10? Alter, dass man dafür Malus bekommt. Sieht aber wuchtig aus. So, sorry, ich hab dich fast vergessen. Hör mal, das sind prinzipiell alles nur Umwege, die ich für das Auge Innos mache. Hab das nicht mitgekriegt. Ganz am Anfang, der Xalas hat gesagt, wir müssen das Auge Innos holen. Das ist alles, was ich gerade mache. Sind alles nur Umwege. Oha. So, ich mach dann jetzt mal ein bisschen hier. So, ihr richtiger Ego-Shooter hier, wie der Paddy eben gesagt hat. Bah! Und du auch noch. So, mal gucken, ob ich ganz hinten die eine Blutfliege auch noch wegkriege. Jawoll! Und jetzt die Sumpfwarte da hinten. Ja, ein bisschen zu hoch. Ein bisschen. Yo, Hainan, mach's gut, Alter. Ruh dich aus, schlaf gut und lass dich nicht von den Bettleuten beißen, ja? Bis zum nächsten Mal. Hau rein, Hainan. Schön, dass du vorbeigeschaut hast, ne? Kann ich den anzünden? Den soll ich doch anzünden können. Ist doch ein Zombie. Ja, da klappt das hier. Ich mach das nur für sowas. Es geht immer nur ums Gold. Nein. Oh, was ist das denn hier?
Ach, eine Leiter, genau. Das ist nicht eine einfache. Das sind zwei Leitern direkt. Da will ich aber mal speichern. Nee. Genau. Ah, Leitern, toll. Die habe ich richtig vermisst aus Gothic 1. Klasse. Gerade aus der alten, aus der freien Mine. Ah, da waren die Leitern toll, du. Das hat noch Spaß gemacht, Leitern in Gothic 1. Und dann am besten noch mit Begleitern, die dann entweder verschwunden sind oder irgendwo direkt über dir teleportiert wurden. Was sind wir denn hier? Das sind aber, glaube ich, die einzigen Leitern im gesamten Spiel, ne, in Gothic 2. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen Schatz gefunden. Eine Heilpflanze, ja, da kommen wir gleich eh vorbei. Da hatte der Greg wohl hier oben seinen Schatz wirklich vergraben. Dass er dafür extra die Leitern wahrscheinlich angelegt hat, naja. Ob das dann die anderen Leute nicht merken. Ach, vielleicht bin ich der Einzige, der weiß, wie man eine Leiter benutzt. Noch Untote vernichten. Elixier der Heilung. Heilwurzel und Morgenstern. Dann haben wir auch eine Säge auch noch. Nehmen wir alles mit. Rechts, rechts, links, rechts. Nein. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. So. Immerhin ein paar Pfeile, damit wir unseren Vorrat aufstocken können. Springen wir mal ein bisschen hier vor. Wir haben eine tolle Sicht hier oben, das ist klar. Gucken wir mal kurz auf die Karte, um ein bisschen Überblick zu erhalten. Hier, das X ist klar. Wir haben es auf jeden Fall schon ausgebuddelt, was da war. Aber wir haben hier scheinbar alles geholt. Ja, Feuerkraut und das Heilkraut noch. Ah. Dann gehen wir mal runter. Stark. Ja, ich glaube wirklich die einzigen Leitern. Ob sich die gesagt haben, hey, wir haben hier noch Assets aus Gothic 1. Können wir die einsetzen? Was denn für Assets? Leitern. Ja, aber macht da so maximal zwei hin und so. Und direkt nebeneinander. Dann ist auch wieder gut. Mehr Leitern brauchen wir nicht. So. Weiter geht das mit der Suche nach der Steinhafel. Free fall. Nee, das räumt überhaupt nicht free falling hier. Oh, was ist das? Ist das eine Sumpfgasdrohne? Oh ja. Shit. Oh je, da habe ich aber viel Schaden genommen. Okay, da trinke ich mal einen Heiltrank. Shit, Alter, das... Diese zwei Biester auf einmal. So, jetzt ist aber auch mal Schluss. Mann, ey. Ja, genau, das ist, ich glaube, diese Steintafel, die ich da bekommen habe, Tyrant, das ist aber keine... verdammt! Das ist aber nicht die, die ich brauche, sondern ich brauche eine besondere. Die hat ja gesagt, die aus dem Tempel. Das ist ja sozusagen eine einfache alte Steintafel, die ich hier habe. Jawohl, endlich platt gekriegt, die Drohne. Also das heißt, ich brauche prinzipiell die, die da aus dem Tempel ist. Stimmt eigentlich, ne? Wenn die nicht aggro sind, sind Varane so ein bisschen die Schildkröten hier. Gehen wir mal kurz an das Lager hier. Und da ist sogar noch was zum Ausbuddeln. Da geht der Sumpf richtig weiter hier. Oh Mann. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kurz gucken, wo wir gerade sind. Ja, da können wir da hinten eigentlich gleich noch ein bisschen... ein Amulett der Priester und noch eine alte Steintafel. Aber wie gesagt, das sind nicht die, die ich jetzt brauche. Aber wir kommen jetzt zu der, die ich suche. Ein Moment. Ah, die Heilwurzel können wir schon mal mitnehmen. So. Oh, hier ist noch eine Heilwurzel. Und noch eine.
So ein Sumpf, da gedeiht das Zeugs richtig gut, ne? So, hier hinten waren ja, glaube ich, auch noch... Ne, das waren die Varanen, die ich umgelegt habe. Wo waren denn die anderen Sachen, die ich noch... Wo waren denn die anderen Viecher, die ich umgelegt hatte? Hier hinten, ne? Ja, da hinten geht's auch zum Tempel. Dafür nehme ich aber den Bogen, das geht schneller. Ebenfalls für die Sumpffliege, Blutfliege. Sumpffliege, wollte ich schon sagen. Kommt da noch was? Ah, da bist du! Haha! Vier kannst du ja in den Herrenhäusern finden und letzte hast du ja im Banditenlager als Zugangsmittel für die Mine. Ganz genau, das war die rote Steintafel, die Sumpfgastrone, die entlege, der entledige ich mich direkt. So. Und da sind wir dann hier auch bei dem nächsten Tempel, Tempel Nummer 4 prinzipiell. Gucken, was uns da erwartet. Aber ich habe da hinten schon gesehen, dass da ein paar Varane gerade sind. Drei sogar. Sind die schnell. Jawohl. Und dann auch jeweils mit zwei Schüssen weg. Ja, der Bogen, der hat es in sich. Und noch einer. Richtig schön reingesprungen. Aber der hatte keine Chance. So gut. So, alle Kräuter aufsammeln. Da sehe ich auch gerade, dass hier schon wieder ein Schatz war. So, Prost, Leute. Was finden wir denn hier? Ein Mana-Elixier, Goblin-Skelett erschaffen und das war's. Budlerfleisch natürlich noch. Da, ab in den Tempel rein. Da wäre es noch eine Feuerwurzel gewesen. Ah! Das ist so... Das ist bei mir schlimm, ne? Der Patty sagt ja immer, ich sammle die Sachen auf, weil ich die aufsammeln kann, ne? Und das mag auch gut sein, aber das Problem ist, ich muss die aufsammeln. Wenn ich die sehe, wenn der Name da steht und ich weiß, dass ich die stehen lassen würde, dann bin ich später auf Irdoras und denke, verdammt, ich hätte diese alle aufsammeln sollen. Da hätte ich ja noch gebrauchen können. Ich glaube, das ist so eine Aktion, wenn ich einen davon umhaue, werden sie auf einmal alle aktiv, ne? Was meint ihr? Das sind eine Menge. Sollen wir mal ein bisschen Spaß mit dem Goblin-Skelett haben? Probieren wir es mal. Das Problem natürlich ist, dass sie die sofort angreifen. Na? Oh Mann. Da haut die Skelette aber krass um. LOL. Oh, und mir macht er auch harten Schaden. Das ist aber ein scheiß Skelett. Hat gar nichts drauf. Dann geh mal rein und lass dich umhauen. Pff. Sammelt hier Kräuter und hat noch keinen einzigen Punkt für Alchemie ausgegeben. Genau. Ja, hör mal, deswegen. Ich bin Sammler, ich verkaufe die. Oh je! Oh je! Da ist es passiert! Shit! Ja, da küsse ich dann auch schon den Boden. Also tatsächlich, solange die Goblins die aktivieren, ist das kein Problem. Wenn ich die aktiviere, dann werden sie alle aggro. Probieren wir doch mal, ob der morgen... Ah, da ist ein Stärkepunkt zu wenig. Klar habe ich die mitgenommen. Denkst du, ich hätte die vergessen? Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen. So, jetzt habe ich jedenfalls mal eine Stumpfwaffe für die. Ey, gib mal um, du. Hier. Noch schöner. Die habe ich als allererstes abgegeben, Paddy. Da war ich ja mit dem ganzen Piratenvolks. Ich sollte eventuell gar nicht mal so nah an den Rand stehen. Sollen wir mal gucken, ob wir da eventuell noch mit Pfeil und Bogen einfach gegen die ankommen? Oder sind die immun gegen Pfeile? LOL! Zwei Pfeile und die sind weg. Easy.
traust du mir jetzt zu? Ernsthaft? Alex! Ich brauche einen Mod, ich werde gemobbt! Oh je. Yeah. So. Weg ist das Viech. Oh je. Yeah. Ja, sehr gut. Da kommt der Letzte. Zum Glück hat er sich Zeit gelassen. Kriegen wir einen Headshot hin? Ja, der hat auch eine richtig schöne große Fläche, um einen Headshot zu setzen. Ernsthaft, zwei Pfeile und die sind weg? Ich hätte gedacht, dass die ganz immun gegenüber Pfeilen wären. Ich sag mal so, die nehmen mehr Schaden durch Stumpfwaffen als gegen Stichschaden, das ist richtig. Aber scheinbar auch sind die auch gar nicht immun. Gegen Pfeilschaden, hätte ich nicht gedacht. So, wieder Sarkophage, machen wir sie mal auf. Wie sagt man so schön, hast du eine Gruft gesehen, hast du jede Gruft gesehen. Stimmt teilweise. Der Schaden ist, der Loot ist nämlich immer wieder neu. Und der hatte nur ein grobes Bastardschwert. Hier war da auch noch ein Heiltrank. Genau. Wisst ihr, was für eine Überraschung wäre? Wenn ich dieses alle aufmache und dann noch Skelette kommen würden. Das wäre doch mal spannend. So, bei der Chromanin-Quest, wo dann auf einmal... Oh, da steigen wir direkt ganz hoch. Wieder ganz auf einmal eine Menge Skelette spawnen. Das war auf jeden Fall eine gute Überraschung damals. So. Der Zweihänder sieht aber heftig aus. Dann haben wir hier noch eine Spruchrolle. Eisblock. Die hatten eine Menge Eisblöcke damals. Haben sie vielleicht versucht, damit die Flut aufzuhalten. Ring der Priester. Und den Sarkophag. Der lag hier wahrscheinlich deren Boss. Runenmacht, Feuerball und eine schwarze Perle. Eine schwarze Perle hatte der dabei. Mit dem richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ha! Das ist aber interessant. Wofür brauche ich einen Schlüssel? Das ist interessant. Wusste ich gar nicht mehr. Ist aber bitte nicht spoilen. Und dann zurück zu Edgar. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hi Herzle und willkommen zurück. Komisch. Oder hatte einer von den Steinwächtern... Ja, komm. Das war wahrscheinlich der, der hier direkt da stand. Zwei grüne Steintafeln. Genau, da waren ja zwei Grinden drin. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das Spiel mir eine Möglichkeit geben musste, das direkt den Wassermagiern abzugeben. Und ebenfalls das sozusagen für die Quest zu haben, glaube ich. So, dass man jeweils eine übrig hat für die anderen halt. So, peppeln uns wir uns erstmal ein bisschen wieder auf. Und legen mal wieder den Meisterdegen an. Tja, siehst du mal, Paddy. Das ist nicht mein OP-Schaden, den ich mache. Das ist, die schlechte Planung von den Entwicklern gewesen. Oh, der war aber lange. Hast du das häufiger? Ich dachte, sonst hast du immer ein recht stabiles Internet. Das ist aber, das kann einen richtig zur Verzweiflung bringen, ne? Internet-Schwierigkeiten. So abhängig sind wir heute schon. Ohne Feuernessel. Gucken wir mal, was wir hier sonst so noch im Sumpf bekommen. Gekauft, gekauft. Was haben wir da hinten? Noch eine Sumpfgasdrohne, ne? Nicht nur eine. Oh! Ein gutes Stück zurückgehen. Ob ich die kriege, während sie da rumfliegt? Bestimmt nicht, wenn ich so häufig hinter... Jawohl! Ha! Weg das Viech. So, und die andere jetzt auch. Wobei, es sollte eigentlich einfacher werden, wenn ich rangehe. Und sie versucht, mich anzugreifen. Genauso wie jetzt. Jawohl!
Schlechtes Wetter. Oha. Schlechtes Wetter und da ist bei euch das Internet dann weg. Ihr habt doch kein Internet über Satellit, oder? Guck mal, da sind wir ganz rechts. Schön dunkel hier. Oh, da sind ja jetzt auch eine Menge Sumpfgasdrohnen. Ja, lol, sehr gut. Oh, verdammt. Oh, da muss ich auf Abstand kommen. Oh, die fressen eine Menge HP, wenn sie mich mit ihrem Gas treffen. Das sind chemische Waffen. Dann bin ich scheinbar schnell genug, weit weg genug gekommen, dass die aufgehört hat, mich zu verfolgen. Und ist direkt wieder zurückgegangen. Aber da hinten ist die. Aber hat mich auch direkt ohne Warnung angegriffen. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir so schnell noch ein Level machen. Level 28. Alter, wir kommen hier mit Level 30 raus. Ich meine, im Sumpf ist es ja prinzipiell ein bisschen dunkler. Oha. Der C-Angriff von denen auf jeden Fall. Der A-Angriff, das war der Adanos mit seiner Sinnflut. Die B-Waffen, ja, das sind ja eigentlich... Die Vergiften tun uns ja die Blutfliegen. Ach, guck mal, wir haben eine Höhle gefunden. Wo war das Heilkraut jetzt? Ah, da war das Heilkraut. Gehen wir mal kurz anklopfen. Habe jetzt den Angriff. Achso, einfach durch Störung. Das ist schon sau ärgerlich. Bandit und Juan. Reden wir erstmal mit dem hier. Ach, der hat nichts zu sagen. Hey, du! Wie sieht's aus? Was willst du? Hast du mir was zu sagen? Wenn nicht, kannst du direkt wieder gehen. Sonst macht mein Freund hier Kleinholz aus dir. Also, was ist? Ja, der ist ja freundlich. Es heißt, du hast einige interessante Waren im Angebot. Ach, da steht der eine direkt auf dem Hocker. Esteban will mich wohl verarschen, was? Ich habe die ganze Arbeit und verstecke mich tagelang in diesem miesen Loch und er schickt einfach jemanden, der das Zeug abholt. Ich bin doch kein Lagerhaus. Ja, und? Das ist nicht mein Problem. Ich mache es aber zu deinem Problem. Du willst die Lieferung. Schön. Du kannst sie kaufen. Hol dir das Gold doch von Esteban. Oder von Raven. Oder was weiß ich woher. Mir egal. Wer die Waren will, der zahlt dafür. Oh, mal kurz gucken, was er überhaupt dabei hat. Seemanns... Ach mein Gott, ja, das sind wirklich die 20 Seemannskrog, die der den geklaut hat, ne? Einen dicken Stahlklumpen. Okay, Stahlpaket. Wenn ich den umhaue, kann ich dann alles abnehmen? Ich komme nicht von Esteban. Oh, ja dann... Moment. Halt mal kurz still. Du hast da ein Viech auf der Schulter. Dann bin ich mal gespannt. Ja, danke fürs Aushelfen, aber... Immer feste drauf. Ich glaube, das Viech kriege ich auch alleine weg. Ja, so gut. Da haben wir dich jetzt den umgehauen. So, hier, du. Ey, ich will nicht mit dir sprechen. Ha! Siehst du mal, den ganzen Grog, den konnte ich dem nicht abkaufen. Konnte ich nicht abnehmen. Das heißt, den Grog, den verliert man dann prinzipiell. Aber dafür bekommt man diese... Also, die Pakete kriegt man auf jeden Fall. Ja, komm, dann nehme ich die Sachen ab. Passt ja. Stehst da auf einer Truhe, Alter. Wir können hier keine Zeugen haben. Oh, lol. Sorry, Bro. Aber ich kann hier keine Zeugen für die Aktion, die ich gerade abgeliefert habe. Hinterlassen. So. Das war einfach zweimal links. Siehst du mal. Schwefel und Fisch. Ja, da haben wir Juan direkt getötet und ja, da haben wir Hank
wie heißt der andere nochmal? Ach Mann, Frank und Hank. Die hießen niemals Frank und Hank, oder? Da habe ich die zwei Piraten jedenfalls gerecht. Könnte ich eigentlich den Piraten Bescheid geben, aber mache ich glaube ich später. Da haben wir noch ein paar Sumpfgasdrohnen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu den Banditen. Oha! Oha! LOL! Lass mich erstmal aufstehen! Ja! Shit! Spring! Spring! Spring so gut du kannst! Ab in die Höhle! Sind das zwei? Wäre ich da jetzt von zwei... Ja! Klar! Warum nicht? Shit! Ha! Die kommen nicht daran vorbei? Oh doch, die kommen daran vorbei. Shit! Muss mal ein paar Heiltranke. Habe ich schnell mal getrunken mit der mit dem Hotkey. Shit! Oh, jetzt habe ich ein Problem. Lebe ich noch? Nein, jetzt bin ich tot. Ah, wie ärgerlich. Da bin ich dann in der Höhle, wo der Juan gestorben ist, ebenfalls verreckt. Verdammt. Ich werde mich mal ein bisschen beeilen. Sollen wir mal gucken, ob was mit dem... Oh Gott. Lol. Da kann ich ewig auf die einschießen. Alter, wie lange verfolgen die mich denn? So. Da hinten verfolgen sie mich aber immer noch. Seht ihr das? Naja, dann... Ich glaube... Dadurch, dass sie zu zweit sind, werde ich, glaube ich, einen davon mit einem, Nein, nicht zum Passiminental. Also, ich das benutzen könnte. Ach, die hängen da an einem Baum fest! Na, mal sehen. Normalerweise schlägt man die ja so ein bisschen frei, wenn man die, die festhängen und man die anschlägt. Alter! Ha! Wie geil man aufsteht! Aha! Wie hart! Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zuschlage, bevor er nah genug an mir ran ist, weil da mache ich keinen Schaden und trotzdem wird er zurückschrecken. Ja, habt ihr es gesehen? Ah, da haben wir es hingekriegt. Oh je, war jetzt aber auch. Es wäre jetzt aber auch nicht so einfach. So. Jetzt mal ab zurück zu Franco. Von Juan müssen wir ihm ja nicht erzählen. Aber ob der, wie hieß der eine nochmal, der Tom, ob der das direkt wissen will? Weiß nicht, ob der daran interessiert ist. Oh je! Nicht schon wieder. Okay. Okay, da war eine Sumpfratte noch. So, schön speichern nochmal. Drei Golems auf einmal. Das war auch nicht schlecht. Aber noch ein Sumpfhai, so! Alter, wie Sumpfhaie waren in Gothic 1 ziemlich schwer. Und hier sind die mit zwei Pfeiltreffern tot. Jetzt wird es dunkel. Na, die Axt, den können wir ihn da scheinbar nicht aus dem Rücken ziehen. Und tut mir leid für dich, Kollege. Könnte ich aber verbrennen.
Auf dass dann auch deine Gebeine in das nächste Gefilde übergehen können. Ich wollte noch mal kurz bei Edgar vorbeischauen. Dem Bescheid sagen, dass wir jetzt die Steintafel geholt haben. Ich glaube, ihn interessiert es nicht, aber vielleicht hätte er trotzdem was zu sagen. Was ist denn das? Das ist ja noch Zoom-Pfeil. Das ist mehr als einer? Ne, das war dann der letzte. Der andere, der ist, liegt da tot. Warte mal, wir sind doch an der einen Ruine, oder nicht? Das ist das Problem, ne? Jetzt laufe ich zum einen in der Nacht rum und zum anderen im Sumpf. Also, bei Nacht im Sumpf. So fängt jede Geschichte an, wie man sich krass verläuft. Ah, da hinten ist ein Lagerfeuer. Und das da hinten ist das Blaue vom Teleporter. Richtig cool, wie das gemacht ist mit dem Licht. So, mal kurz hier rüberspringen. Ja, und dann sollte der Edgar da auch schon sein. Dach, Junge! Hey, du. Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Hey. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Tja, den Edgar konnten wir jetzt nicht wirklich mit unserer großen Tat hier überzeugen. Folge dem Licht, sowas von. Das war ein cooles Element irgendwo, ne? Wenn man wirklich im Dunkeln das Licht sieht und dann weiß, da ist die Rettung. Franco! Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Sollen wir nach Gold fragen? Mach wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit? Ich glaube nicht. Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich. Das habe ich früher auch immer. Okay. Gold gibt ihr mir offensichtlich nicht. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Bist du nichts Neues. Ha! Schick mich jetzt rein. Schick mich jetzt rein. Als ob der es nochmal machen würde. Was, wenn ich nein sage? Genau das habe ich auch gesagt. Dann wirst du es eben bereuen. Willst du mir drohen? Du? Willst mir drohen? Es ist wohl Zeit für eine Lektion. Ich glaube, langsam ist es Zeit dafür, das zu machen, was ich schon längst hätte machen sollen. Genau, mit drei Schlägen liegst du im Sumpf. So, schön. Den Degen nehme ich mal an mich. Die grüne? Ach ja, ich habe die ja ihm gegeben. Ja. So. Jetzt bin ich hier der Boss. Gehen wir mal weiter hier. Ansonsten, die Banditen, gab es hier sonst nichts mehr, ne? Könnte ich hier eigentlich schlafen? Damit es hier mal ein bisschen heller wird. Wartet mal kurz. Verdammt, da kommt dann... Nee, wir haben immer noch diesen Bug. Sehr, sehr ärgerlich. Na, da reden wir in der Zwischenzeit doch mal mit Ramon. Dann sollte er uns reinlassen, oder nicht? Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. Ja? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Oh, verdammt. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Ja, super, Ramon. Zum Glück ist er da nicht so aggro. Ist das denn hier der Carlos? Ist denn der neue Anführer der Jäger? Ist das so gelaufen? Aber wollen wir noch kurz mit ihm sprechen, gucken, ob der vielleicht sauer ist. Den Banditen gleich anquatschen neben ihm, werde ich machen.
Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Dreimal, alles klar, vielleicht probiere ich. Ja. Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Ach, bitteschön. Das ist aber super. Ich hatte schon Angst, dass der sauer ist. Mensch. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Ah, okay. Ich lasse ihm dann auch mal mehr Zeit, um Anführer der Jäger zu sein. Aber ist gut, dass er so enthusiastisch ist. Also. Dreimal ansprechen, sagt er. Ich werde dann aber erstmal speichern. Ich glaube nämlich nicht, dass der Paddy was Gutes im Schilde führt. Mal gucken. Wer hat hier das Sagen? Unser glorreicher Anführer Raven. Er wird uns alle reich machen. Okay. Was weißt du über das Lager? Sprich mit Sneff, wenn du was wissen willst. Der dicke Koch weiß echt eine Menge. War das nicht der aus dem alten Lager? Er treibt alles Mögliche auf. Okay. Was gibt's Neues? Die Piraten haben Segel gesetzt und sind auf und davon. Meinst du jetzt neu anquatschen, oder? Jetzt sind da nur noch ein paar Idioten am Strand und die haben kein anständiges Schiff. Nicht mal Bilja weiß, wie wir von dieser Insel runterkommen sollen. Ja, hättet ihr euch mal nicht hier hinschippern lassen sollen. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst. Dann kannst du in die Mine. Okay. Wer hat dir das Sagen? Unser glorreicher Anführer Raven. Er wird uns alle reich machen. Also ich nehme an, du meinst neu anquatschen, weil... Ich versuche es nochmal. Wer hat dir das Sagen? Unser glorreicher Anführer Raven. Paddy Bear, mache ich da was falsch? Machen. Soll ich dann ein anderes Resultat haben? Da passiert gerade nämlich nichts. Also soll ich was anderes auswählen? Was gibt's neu? Die Piraten haben's. Jetzt hocken da nicht mal Bill. Da scheint aber gerade nichts zu passieren, ne? Fleischranzen-Ragout, genau so sieht's aus. Sag mir nicht, dass ich das wieder von ihnen kochen lassen könnte, das wäre cool. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sieh einfach zu, dass... Nee. Da scheint nichts zu passieren. Naja. Belassen wir das dann dabei. Wir haben es jedenfalls, ja, ins untere Lager von den Banditen reingeschafft und ein bisschen im Sumpf aufgeräumt. Ich glaube sogar recht gut eigentlich. Und dann werde ich hier mit dieser Aufnahme und dieser Folge erstmal Schluss machen. In der nächsten Folge gucken wir uns dann den Rest von dem Banditenlager an. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!